Servus bei Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir sind so ungefähr Prüfung der Schlange. Irgendwas, wir sind auf jeden Fall unterwegs, wo ganz wo Besonderes. Wo wir, glaube ich, nicht alleine sind. Ich fürchte, dass wir nicht alleine sind. Nix da. Und ja. Wir sind eigentlich auf der Suche nach der Schatulle. Schon wieder mal. Da oben. Aha. Du siehst aber schon, dass dort der Leiche hängt, gell? Es ist hier relativ egal. Da wollen wir rüber. Wupp. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Lass mich dieses Gefühl dort, dass sich das täuscht, mein Gefühl. Oh, help me. Ich hab's doch gesagt. Jetzt ist ein Grab da, oder was? Wo muss ich hin? Okay. Ein Grab. Wenn es da jetzt dann ist, dann kann es nur nutzbringend sein. Elende. Ach, Schrotflinte. Das fällt mir als einziger noch, fällt mir so eine blöde Schrotflinte. So sagt er mein eigentliches Grab da drüben war. Ich bin schon wieder unter Wasser. Oh shit. Shit. Ja. Möchtest du denn so ein Gerät, wo ich unendlich lange die Luft anhalten kann? Grob, bin ich mir da sicher? Schauen wir mal. Was kann uns... Okay. I don't think so. Tagebuch Tesserano. 1. Dezember 1603. Wir betraten einen Cenote unweit der Stadt und schlugen in einer kleinen Nische unser Lager auf. Lopez hat sein Essen nicht angerührt und verbringt den Abend damit, wie gebannt in die Flammen zu blicken. Ich habe zweimal versucht, ein Gespräch zu beginnen, stieß jedoch beide Male nur auf Schweigen. Er ist so auf das Artefakt fixiert, dass ich mich, wäre ich ein abergläubischer Mann, fragen würde, ob es womöglich direkt zu ihm spricht. Die Soldaten bleiben ebenfalls unter sich. Sie scheinen sich nach einem Kampf zu sehnen. Einer ihrer Hunde hat mich den ganzen Abend angestarrt, als wäre ich seine nächste Mahlzeit. Warum kommt mir das gerade so bekannt vor? Gut, ich glaube, ich muss aber nochmal unter Wasser. Ich finde, das ist nicht. Da muss ich lang. Ja. Ja, das schaut schon eher danach aus. Wow. Ein Unterwasser-Herausforderungsgrab. Nur da ins Gebüsch. Oho. Was?
Was war jetzt? Ich habe keine Ahnung, was jetzt war. Hätte ich vielleicht da nicht drüber sollen. Ja! Dies war jetzt aber knapp. Oder war das hier richtig? Das schaut nämlich so, als ob ich da richtig bin. Hört ihr das? Ja. Warum muss es so viel unter Wasser sein? Na gut. Ein neues Basislager. Sicher nicht schlecht. 3 Fähigkeitenpunkte. Noch besser. Bessere Preise beim Fälschen. Fallen mit Überlebensinstinkt. Tiere. Nein, nein, nein. Nein, brauche ich auch nicht. Kampf. Wie wäre der Kampf? Was ist das da? 2 Pfeile gleichzeitig auf 2 Erfasste. Würde ich mal ja sagen. Hey! Das können irgendwelche Tiere auch sein. Hier muss eine. Ich muss die Barrikade überwinden. Ich hör's nicht, aber ich weiß, dass da sind. Ja, und weiter? Na, so nicht. Ich weiß auch nicht, um welche Barrikade das geht. Ich schätze mal um die. Ich muss die Barrikade überwinden. Ja, Lara, was sind wir denn unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, das macht gleich kein Bum-Bum. Okay, ja. Und hinein ins Wasser. Eine spanische Galeone? Was? Wie kommt die in diese Höhle? Das ist eine verdammt gute Frage, auf die ich jetzt auch sehr gerne eine Antwort hätte. Ich hab was blitzen gesehen. No, komm ich nicht raus. Ich komm nirgends raus, sagt er jetzt. Da ist aber verdammt dunkel. Aha. Ich gieße nur ein bisschen Rohstoff. Ah, Schwarzpulver. Den findet man eigentlich relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. So, da sollte jetzt irgendwie reinkommen. Nein, das hat nicht funktioniert. Ja, man kann es ja mal probieren, oder? Oh! Ah! Na dann! Hab ich noch nie gehabt, der Floß. Ich meine, im Spiel jetzt dann. Ja! Aha.
Wenn ich das nur anschieße, wird es gar nichts bringen, gell? Yo, ho, ho, ne ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Jo, das weiß ich eh schon selber. Und dazu möchte ich mich mal umschauen. Außerdem möchte ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ne yo ho ho, ne Puddel voll rum hätte ich gern. Nee. Aha. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Lara, ich hab dich wirklich sehr gern, aber mit diesen wunderbaren Informationen fange ich nicht viel an, außer dass sie mir am Geist gehen. Okay. Mit Yo-Ho-Ho. Diddle-Doodle-Dei. Brechen wir dein Nasenbein. Das heißt, du müsstest nur mal wissen, woher das ist. Aha. Nein, hier nicht entlang. Nein, wo muss ich denn hin? Ich bin da, ja. Ah ja, geschafft. Und schwupp, und schwupp, und schwupp. Jetzt aber. Ein bisschen dumper. Ich muss zu der Kiste. Ja, Lara. Jetzt. Mist, er rührt sich nicht. Das ist korrekt. Sich hier auf diese Kiste rauf kann, ist ein typisches Zeichen dafür, dass ich hier irgendwas tun muss. Damit du auf das Screen lässt, ne? Der Baum muss frei sein. Ich kann es dann aber trotzdem mal da oben gehen. Der Baum muss frei sein. Okay. Der Baum muss frei sein. Lara, bitte halt doch die Klappe. Okay. Aber hat das irgendwie in die andere Richtung? Nein, dreh dich in die andere Richtung. Ist das so schwach für die Lara? Ah, anscheinend. Endlich was zum Fahren und dann. Ja. Gut.
Da kommen wir nicht hinauf. Kann man dieses dann irgendwie aufmachen? Nein. Das erste Mal, dass ich wirklich drüber nachdenken muss. Was macht dieses Spiel mit mir? Ich muss nachdenken. Das ist ja fies. Ich muss zu der Kiste. Ja, zu welcher Kiste? Ah. Ich glaube, ich weiß, zu welcher Kiste wir müssen. Okay. Habe ich das letzte Mal gar nicht probiert zum Tragen. So, das ist richtig. Aha. Der Baum muss frei sein. Ja, komm, bin ich da drüben. Der Baum muss frei sein. Ich muss zu der Kiste. Aber der Baum muss frei sein. Ich muss zu der Kiste. Oh. Der Baum muss frei sein. Lara, du kostest mir gewaltig viel Nerven. Ich hasse nichts mehr in einem Spiel. Also wenn ich 13.000 Mal die gleiche Anweisung bekomme, ohne einen Hinweis, wie man es machen könnte. War ich da schon mal? Der Baum muss frei sein. Puh, Lara, Lara, Lara. Wir zwei werden noch sehr gute Freunde werden. Bin gerade echt überfragt. Ich muss zu der Kiste. Ja, genau. Jetzt kommt es wieder. Kaum bin ich da, sagt sie, ich muss zu der Kiste. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, darüber zu kommen. Ich meine, das ist nicht. Ah, warte mal. Erdliche was? Aber vorher ist mir das nicht aufgefallen. Der Baum muss frei sein. Halt die Klappe. Es weckt Aggressionen in mir, die ich vorher noch nicht kannte. Also, Entschuldigung. Scheiße, der Baum ist zu weit draußen. Welcher Baum? Geht's hier aber hoch? Ich muss den Baum ausrichten. Halt die Klappe. Mit ihrem Baum. Wenn du willst, pflanze einen Baum im Wald. Der Udala. Das war aber ein verdammt Ding. Ja, genau. Und jetzt mit einem wunderbaren Drahtseilakt springe ich natürlich darüber ohne Probleme. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, aber ich schwöre.
Und jetzt das Ganze nochmal? Nee. Hä? Jetzt müsste ich die Kiste erreichen. Ja? Wenn ich eine Möglichkeit habe, darauf zu kommen. Warte mal. Jawohl. So, man denkt, ich muss das Ganze nur einmal gehen. Jetzt bin ich auf der Kiste. Au. Und jetzt bin ich gestürzt. Das war nicht der richtige Weg. Also nochmal. Schwupp, und bin wieder da. Hallo. Schwupp. Ich glaube, ich hätte nicht versuchen sollen, auf das kleine Ding da zu. Dann einfach darüber. Ich will es halt manchmal immer wissen. Machen wir das noch. Und jetzt machen wir natürlich das da. Jetzt beilassen. Mal sehen, was der Kapitän gehortet hat. Na, da bin ich neugierig. Ein Schätzchen. Hui. Hey, yo. Natürlich. Ein Kapitän hat immer sowas gehortet. Atem des Kamein. Halten Sie unter Wasser noch länger die Luft an. Zeit, das Schiff zu verlassen. Das finde ich cool. Na gut, meine Lieben, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann weiter in die dunkle Höhle. War interessant, wie kommt da ein Schiff in so eine Höhle? Ich weiß es nicht, aber wir haben im letzten Teil auch ein Schiff mit einem Gletscher gehabt. Also, wir kommen wohl überall hin. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ich sage einmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss mit euch, ciao mit au. Servus mit Vogelfall. Weil ich für ihn nicht halten konnte. Der Tod hielt an. Für mich. Sein Wagen war nur für uns zwei. Für jetzt und ewiglich. Wir hielten an dem Haus, das schien. Bloß Wölbung der Natur. Sogar das Dach war kaum zu sehen. Der Sims die Erde nur. Jahrhunderte vergingen. Und schnell, noch schneller als die Zeit. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Aber das werde ich nicht zulassen. Niemand ist in Sicherheit! Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld! Weil ich für ihn nicht halten konnte. Der Tod hielt an. Für mich.